rasenden Reporter der Biber Berichterstatterbande. Die rasenden Reporter der Biber Berichterstatterbande schauen dieses Jahr beim DPSG Ulm-Söflingen Filmfestival hinter die Kulissen. Hier geht es auf Zeit. In nur 48 Stunden drehen 5 verschiedene Stufen ihren eigenen Kurzfilm. Wir wollen die Geschichte hinter den Kulissen erfahren und haben knallhart nachgefragt. Was hast du heute zum Frühstück gegessen? Erste Station, Bunker. Aus geheimen Quellen haben wir erfahren, dass die Donnerstags-Jupfis hier wichtige Szenen für ihren Film drehen. Nach einer strengen Ausweiskontrolle gelangen wir ans Set. Finja ist eine der Darstellerinnen des Jupfi-Films. 5 Monate lang hat sie sich auf ihre Rolle vorbereitet. Warum sitzt du eigentlich in Rollstuhl? Eigentlich sitze ich gar nicht in Wirklichkeit im Rollstuhl, aber es ist für den Film. Ich spiele eine Behinderte, Querschnittsgelähmte, und deswegen sitze ich im Rollstuhl. Okay. Auf dem Weg zum Filmset der Rover treffen wir zufällig auf die Montags-Jupfis. Ich bin der Lars von den rasenden Reporter der Biber Berichterstatterbande und möchte gerade wissen, wo ihr hinläuft. Wir laufen zu Max nach Hause, damit wir dort drehen können. Und wieso bei Max zu Hause? Weil wir irgendwo in der Küche müssen und einen Tisch brauchen und im Fadi-Haus, also ist einfach zu voll. Und wieso braucht ihr einen Tisch? Ja, wir spielen auch eine Frühstücksszene und eigentlich, wir müssen halt so, dass es aussieht wie ein Zuhause. Ja, und der Rest ist geheim. Geheimniskrämerei? Das gefällt uns gar nicht. Wir bleiben auf jeden Fall an der Geschichte dran. Bei den Rovern ist es einfacher, an Informationen zu kommen. Florian, Kameramann von Filmen wie Heinrich und die Liebe oder Watch Out, erklärt uns die Schwierigkeiten beim Filmdrehen. Ist das schwer, ein Kameramann zu sein? Ja, das ist ziemlich schwer. Vor allem ist die Kamera immer ziemlich schwer, wenn man die auf dem Rücken trägt. Das ist eigentlich das Schwerste daran. Aber man muss nicht auf den Rücken tragen. Nee, man kann es auch auf dem Stativ haben, dann ist es leichter, das stimmt. Ist das anstrengend, mit den Rovern zu drehen? nein. Macht ganz viel Spaß. Am Set treffen wir neben vielen Gesichtern aus Hollywood auch auf eine bisher völlig unbekannte Schauspielerin. Wer bist du? Ich bin die Lilly von den Rovern. Die Lilly von den Rovern erklärt uns ausführlich, um was es in ihrem Film geht. Das geht so um 3 Freunde und die kriegen eine spezielle Superkraft und dann wird alles, was sie sich denken oder was sie sagen, wird wahr. Wir haben genug erfahren. Abseits vom Trubel treffen wir auf einen der Organisatoren des Filmfestivals. Jonas und sein Team haben die letzten Wochen, Monate und Jahre damit verbracht, das Event zu planen. Wir wollen von ihm die Hintergründe dazu erfahren. Wie lange hat die Vorbereitung gedauert? Oh, die Vorbereitung ist eine gute Frage. Also das letzte Filmfestival war 2015 und ich glaube 2 Wochen später haben wir den ersten AK für 2017 gemacht. Also klar, hin und wieder ein paar Päuschen zwischendrin, aber jetzt fast 2 Jahre haben wir gebraucht für das Filmfestival 2017. Wie machst du das? Das ist eine gute Frage, da muss ich kurz überlegen. Wie macht man sowas? Ja, einfach machen. Wir treffen wieder auf die Montags-Jupfis. Statt an ihrem Film zu arbeiten, wird hier gespielt. Nur dieser bärtige Mann scheint noch an was zu arbeiten. Wir sind interessiert und haken nach. Wie heißt du? Ich heiße Fabi. Wie heißt du? Lars. Wieso sitzt du am Computer, aber du bist doch ein Kameramann? Na, weil ich den Film fertig schneiden muss. Ihr habt ihn schon fertig gefilmt? Nee, noch nicht. Der Rest kommt nachher. Wieso schneidest du ihn dann schon? Weil ich sonst morgen in Zeitdruck komme. Ja. Das ist doch dumm. Was macht ihr? Das ist dumm, das ist richtig. Fabi war schon die vergangenen 2 Male als Teamer beim Filmfestival dabei. Und trotzdem ist er auch dieses Jahr wieder am Start. Wieso bist du jetzt schon zum 3. Mal Kameramann? Macht das Spaß oder wie? Das macht Spaß. Und die Spaghetti sind der Hammer. Für über 100 Teilnehmer zu kochen ist keine leichte Aufgabe. 12 Salatköpfe, 18 Kilo Äpfel und unzählige Scheiben Brot werden hier verwaltet und an die Teilnehmer verteilt.
Denn die Zwiebeln ist schon fertig. Ja, dauert es noch. Wie viele Zwiebeln müsst ihr schneiden? 10 Zwiebeln. Das geht für so eine große Gruppe. Und wie viel Spätzle kochen wir? 9 Kilo Spätzle kochen wir für heute Abend. Und 9 Kilo Käse. Wie viele Portionen Spaghetti habt ihr gegessen? Gegessen keine, aber wir haben 13 Kilo Spaghetti gekocht. Ganz schön viel. Ganz schön viel, ja. Zurück am Set. Die Wölflinge drehen nicht nur mit Drohnenunterstützung eindrucksvolle Außenaufnahmen, sondern auch in einer geheimen Garage abseits der Zivilisation. Eine Kommandozentrale spielt eine wichtige Rolle im Film. Das ist unser Kopf von Leons Kopf, besser gesagt. Und da machen wir halt jetzt gerade die Sachen. Weil wir Kinder im Kopf sind. Ja, genau, mit Kindern im Kopf sind. Und wir machen gerade eben, haben wir halt eine Szene gespielt, wo wir mit Spielsachen halt was spielen. Aber das alles, was wir machen, das erzählt Leon eigentlich als Geschichte. Ja. Und auch die Pfadi-Stufe dreht. Oder tut zumindest so, als dreht sie hier einen Film. Uns fällt sofort ein kleines, unscheinbares Detail ins Auge, welches höchstwahrscheinlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Warum ist es eine lilane Schnur? Bei meinem Fernseher haben wir immer eine schwarze Schnur. Das kann ich dir nicht beantworten. Wahrscheinlich wollte der Hersteller einfach eine lilane Schnur haben. Warum das Kabel lila ist? Ja, das ist, weil wir haben hier Farbeblinden bei uns. Und wenn es schwarz wäre, dann würden die das nicht sehen und stolpern dauernd drüber. Und darum haben wir es jetzt lila genommen. Es gibt es auch in Rot und Pink und Blau. Aber das ist der Grund. Ja. Wir sind uns nicht sicher, ob uns hier nicht falsche Informationen genannt werden. Ein Haufen Pfadis, die nur rumsitzen, da kann doch was nicht stimmen. Wir bleiben hart. Ist das Ganze für den Film? Ja. Okay. Danke für das Interview. Die rasenden Reporter der Biber Berichterstatter Bande. Wir für Sie vor Ort. Und damit gehen wir zurück ins Studio.